So, ich habe Van Dochen vor mir. Der war anscheinend an der Box, ist Platz 16 jetzt. Ist ja vorhin gesagt, der geht nicht. Irgendwie. Ja, jo, er rammt mich! Ultra aufgehalten. Wie er mich fast weggerammt hat. Also, er hat mich berührt, aber what the fuck? Pass mal ein bisschen auf, mi Junge. Ich finde gut, dass Bottas nur Platz 6 ist und gleich, wenn ich ihn überhole, ist er nur noch Platz 7. Das ist richtig gut. Du bist 7 jetzt? Oder 8? Ich bin gerade Platz 7, 8, ja. 7, 8, sowas, ja, 7, okay, nice. Also Punkte auf jeden Fall. Du kommst auf jeden Fall dran. Ist immer noch mit roten Reifen hier oder ist er wieder mit roten Reifen? Es kann sein, dass die eben, es kann sein, dass die das einfach anders machen. Weil ich verstehe es nicht, Ricardo weiß, es kann echt sein, dass er durchfährt. Das wäre ultra das Problem. Also ich habe schon Abstand, ultra Abstand. Aber zum Beispiel für dich oder so. Ja. Wenn der durchfährt, boah, und du noch drei Autos direkt hast. Vor mir. Komm schon, nächste Runde gibt es Überholmanöver. Ist geil. Oh Gott, sind da viele. Oh Gott, auf dem... Oh, Verstappen bekommen Punkte diese Runde. Echt? Fünfter? Dieses Rennen, ja. Ja, der ist Fünfter. Crazy. Aber wenn Mercedes jetzt Siebter ist, ist gut. Und Hülkenberg ist auf Platz 4. Ja, Hülkenberg, das habe ich schon gesehen. Dass der war auch mal hier Top 3. Das ist irgendwie crazy gewesen. Aber ich sehe so viele auf der Map. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe gerade, glaube ich, 8 oder so gezählt, die ich gleich überrunden kann. Kann sein, dass ich da irgendwas verzählt habe, aber. Also vor mir erstmal 3. Und dann nochmal, glaube ich, irgendwie 4, 5, 6 Leute. Ich bin jetzt 5. Platz. Nice, richtig gut. In dem Moment bin ich Platz 4. Dann kann ich wieder das Podium angreifen. Das ist richtig gut. Boah, ich habe so viel Abstand, ne? Oh Gott, habe ich jetzt gleich Bock aufs Überrunden. Hülkenberg fährt an die Box. Was hat der für einen Auftrag? Der hat gelbe Reifen, fährt jetzt schon ja, an die Box. Ja, dann macht er rot-rot. Rot-gelb, rot-rot. Das mit den 24 bis 30 soll ich erst. Jo. Oder ist er mit gelb gestartet, dass er so weit vorne ist? Ich check's nicht, ich habe keine Ahnung. Ist mir jetzt auch irgendwie egal. So, ich bin jetzt gespannt, was für einen Abstand ich zu Ricciardo. Also bist du jetzt Vierter, weil er an den Boxen ist? Ich bin jetzt Vierter, ja. Naja, ich hatte ihn vorher schon. Achso, okay. Komisch. Also sag unbedingt, was du für einen Abstand hast. Hier kommen noch... Alter, sind hier vier Sekunden nur. Echt? Ultra ja. Nice. Ey, hier sind ultra viele vor mir. Gelbe Flagge irgendwo hier. Jo, Massa ist draußen, also ist noch nicht komplett raus, ich weiß es nicht. Aber er ist auf jeden Fall. Ne, er fährt weiter, okay. Aber er hat da irgendwas. Crash gehabt. Ich muss Ricciardo jetzt so schnell wie möglich überholen, weil ich meine, klar, ich kann mit Rot dann nochmal wirklich schnell fahren. Aber mit wenn er Fett, durchfährt. Aber das ist ja, genau, wenn er durchfährt, muss ich halt wirklich so schnell wie möglich an ihm vorbei. Er darf mich jetzt nicht lange aufhalten, das ist es halt. Hülkenberg ist gerade an die Box, ne? Ja. Der ist direkt vor mir. Der hat weiße Reifen. Ja, dann wird er auch durchfahren. Der, vielleicht haben manche die Strategie gelb-weiß oder so. Ja. Einfach mit gelb, deswegen ist Ricciardo auch so lange mit gelb gefahren. Gelb-weiß, das kann sein. Echt? Hatte Ricciardo gelb am Anfang? Stimmt, ich glaube schon. Ich muss... Ey, kann er mal wieder weggehen? Dankeschön. Er ist gerade Platz 14, Hülkenberg, what the fuck. Ultra-Plätze verloren. Ja. Ja, er hatte, glaube ich, also ich glaube, er hatte gelb-weiß. Ich will jetzt nichts. Ja, ich weiß es nicht, aber ich glaube schon. Müsste gelb-weiß gewesen sein. Vor mir 5 Autos, die ich überrunden muss. 5 fucking Autos. Oh Gott. Aber ich habe echt Abstand, das ist nice. Wie ist der Abstand zu dir zu Platz 2? Ich glaube 45 Sekunden oder so.
Alter. Und der hat gelbe Reifen hinten. Ja. Ah, ne, 49 Sekunden. Und zu Ricciardo, glaube ich, 59. Ah, okay. Oh, gelbe Flagge, hier ist jemand rausgeflogen. Ich habe nicht gesehen, wer es war, sorry. Gerade nicht hinschauen können, aber hier ist jemand rausgeflogen. Und Kühat lässt mich seit 8 Minuten nicht überholen. Lass mich doch einfach mal vorbei, Alter. Danke. Direkt vor mir sind jetzt Punkte, die ich überrunden muss. Und kannst mal gleich gucken, wer rausgeflogen ist, falls du es siehst. Ja. Mach ich. Alter, da habe ich gerade irgendwie was Gutes gemacht, glaube ich. Holy shit. Eine halbe Sekunde schneller. Wie viele Sekunden bist du jetzt auf Ricciardo? Bin quasi direkt an seiner Stoßstange. Siehst du ihn, okay. Ja. Das ist gut. Durchs Überrunden fährt Hamilton ungefähr, ja, 0, was weiß ich, besser als ich. 0,2. Irgendwer ist raus, aber ich kann nicht sagen, wer. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Gerade despawned, als ich da lang gefahren bin. Ja, hoffen wir mal ein guter. Vielleicht ist Bottas raus. Das wäre cool, ja. Kann ich dir vielleicht gleich sagen, sobald ich an Bottas dran bin, ob der raus ist. Also, weil ich überrunde jetzt gleich nochmal ein paar. Alonso jetzt vor mir, Platz 10. Oh, jemand an der Box sehe ich auch. Keine Ahnung wer, aber es ist jemand an der Box. Gelbe Reifen zacken hart. Oder diese Strecke. Wahrscheinlich ist es diese Strecke. Also es geht. Oh nein. Safety Car. Nicht dein Ernst. Nein, oder? Also für mich ist es gar nicht so schlecht. Junge, ich habe eine Minute Abstand auf Hamilton. Man könnte jetzt an die Box fahren und dann mit Gelb durchfahren. Also nochmal Gelb holen. Ne, das will ich immer nicht. So, nee, das finde ich auch kacke. Also das schlägt er einem hier vor, weil natürlich beim Safety Car verbraucht man weniger, aber... Stimmt, ich muss erstmal auf Mager stellen. Ey, du willst mich doch verarschen. Ich habe eine Minute Abstand auf Hamilton. Wenn ich dieses Rennen nicht gewinne... Dann ist der Safety-Kammer wieder schuld dran. Weil, selbst wenn ich Scheiße gebaut hätte, ich habe eine Minute auf Hamilton jetzt gerade. Bin gespannt, was Ricciardo jetzt macht. Fährt er eine 57. Box? Nee, der fährt nicht 57 zu Hamilton. Wann ist denn das Boxen-Stop-Fenster eigentlich? Ich glaube, Runde 24 öffnet sich das ungefähr, glaube ich. Irgendwie so hat. Soll ich an die Box fahren? Darf man jetzt an die Box fahren und rot holen? Roh, Alter. Jetzt schon mit ja, rot? Ja, wenn sie 24 bis 30 ansetzen. Ich weiß es nicht. Ich würde halt... Ja, du kannst ja nachgucken selber, wie dein Boxenstoff ist. Ja, ja, 24 bis 30. Ja. Das ist ja so angesetzt. Dann bist du halt ein bisschen länger auf rot. Ja, eben. Wenn ich jetzt... Meinst du, ich sollte das machen? Ich meine, ich bin jetzt an der Box vorbeigefahren, also nächste Runde. Ich bin jetzt nur eine 22. Jetzt könnte ich, müsste ich fahren. Dann habe ich mir halt den Boxenstopp gespart. Durchfahrtsstrafe weh. Oh, Scheiße. Was? Ich habe nur Durchfahrtsstrafe bekommen. Wegen was? Wegen Rasen während des Safety Cars, weil bei mir hat er gerade total viel komisches Zeugs angezeigt und da habe ich dann nicht drauf geachtet. Er hat mir halt manchmal gesagt, ja, hol die Safety Car Kolonne ein, darfst so schnell fahren, wie ich will, dann bleib hinter dem, du darfst nicht so schnell fahren, wie du willst. Oh. Durchfahrtsstrafe. Ich fahre in die Box. Ja, ich also auch. Ich kann nicht theoretisch jetzt machen, ne? Ja. Einfach oh, ich hoffe. Aber jetzt bist du in der Box. Nein, ich fahr ja dran vorbei. Achso, du machst einfach Boxen, Durchfahrt. Ja.
Ja. Digga, er wechselt mir die Reifen, obwohl ich die Durchfahrtsstrafe bekommen hab. Oh, ich werde im Safety Car fast drauf fahren. Aber wenn du jetzt an die Box gehst, überholen dich alle, ne? Das ist dir klar. Ja, und? Das ist doch egal, das sind das ja. Das ist ja nicht Platz 2 und so. So, ich bin jetzt Platz 5. Also, ich bleib ja immer noch Platz 1, wenn ich an der Box war, aber. Mich überholen die ganzen Kacker halt. Das sagt. Es ist. Jedes Rennen passiert irgendwas. Ja. Mann, Leute, was ist denn hier los? Es ist echt hässlich. Also, ich bin Platz 5. Ich hab. Das Problem ist einfach nur. Platz verloren. Dass ich eine Minute Abstand hatte. Oh, jetzt habe ich so richtige. LOL. Ricciardo ist raus. Ja! 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 Das ist mega nice. Verstappen auf Platz. Was? Lass mich verarschen. Verstappen. Hamilton ist raus. Echt jetzt? Ja. Also, Platz dann gefällt's jetzt. Mir doch, das Safety Car. Wenn du Verstappen jetzt noch überholst. Holy also shit. Verstappen holt natürlich Punkte für Red Bull und so, aber... Ja, aber... Bin wieder auf Platz 1. Hinterm Safety Car. Ich glaube, während der Safety Car Phase darf man keine Durchfahrtsstrafe antreten oder so. Also, keine Ahnung, also ich riskiere es jetzt nicht nochmal an die Box zu fahren. Sondern macht es dann nach dem Safety Car. Also, eigentlich wird man ja daran erinnert, okay, du musst jetzt in so und so vielen Runden mindestens, musst du spätestens an die Box gefahren sein, um die Durchfahrtsstrafe zu machen. Wobei du ja was riskierst, falls es jetzt länger draußen bleibt und du fahren hättest müssen. Ja, aber normalerweise zeigt es einem das an. Ja, aber also vielleicht hast du es auch wieder übersehen, weil ganz viel anderes Zeug angezeigt wurde. Nein. Okay, es kommt in dieser Runde rein. Das ist doch ein Witz, dass es diese Runde reinkommt. Ich bin. Muss ich die jetzt hinter mir überholen lassen? Weil die haben noch nicht überwundert wieder. Zurück überwundert. Nö, nur wenn. Du musst das machen, was er dir ansagt. Safety Car fährt los. Geschwindigkeit halten. So, weiter. Alter. Okay, ganz normal weiter. Jetzt geht's weiter, Leute, okay. Okay, jetzt tritt innerhalb der nächsten drei Runden deine Strafe an. Okay, ja, dann mach wann du es für richtig hältst. Ja, jetzt. Boah, aber dass Hamilton und Ricciardo raus sind, ist mega fett. Wenn wir beide aufs Treppchen kommen würden, ultra nice. Also ich habe jetzt keine Minute Abstand mehr zu Platz 2, sondern nur 12 Sekunden. Aber das ist dementsprechend egal, weil ich muss erstens nicht an die Box, weil ich jetzt gewechselt habe. Zweitens. Ich bin von Perez wurde ich jetzt überholt bei der Durchfahrtsstrafe und vielleicht auch noch von Bottas. Ne, Bottas überholt mich nicht mehr. Bottas okay, ist 4. Bottas also ist 5. Jetzt 5. Ja, Platz 4. Okay, da musst du aber aufpassen. Also wir, was heißt aufpassen? Also hoffen, dass er nicht auch drauf kommt, noch aufs Treppchen. Der Mercedes soll nicht aufs Treppchen. Lieber Red Bull, das ist mir echt lieber. Ich kann aber auf Fett stellen, denn durch das Safety Car habe ich jetzt plus 4 Runden. Also ich stelle einfach jetzt schon mal auf Fett. Um einfach... Ja, plus 2,6. Weil jetzt sind die Reifen noch gut. Jetzt sind sie noch neu. Da kann man das schon mal machen. Ja, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, was ich für einen Abstand zu Perez habe, aber der dürfte nicht so weit sein. Aber Verstappen ist Platz 2, ne? Verstappen ist 2, ja. Und da habe ich 14 Sekunden auf ihn. Also wie gesagt, jetzt nicht mehr zu krass. Aber, wie gesagt, wir haben jetzt alle Glück gehabt, dass Ricciardo und Hamilton raus sind, das ist ultra nice. Und halt noch ein paar andere. Was ein verrücktes Rennen. Ja, das ist echt verrückt. Das ist tatsächlich verrückt. Also Perez musst du unbedingt überholen, weil er ist ja Force India. Ja, genau. Das ist also... Red Bull eigentlich auch. Also wir müssen schon 1-2 werden. Das wäre ganz geil. Aber... Gib mein Bestes. Es ist ja noch einiges zu fahren. Ja, 10 Runden halt. Aber ich darf natürlich... Alter, pick deine alternative Strategie. Du hast jetzt auch schon gewechselt, ne, auf Rot.
Ja, also dann müssen wir beide nicht fahren. Die anderen weiß ich nicht. Also Verstappen wird nochmal fahren. Perez wird nochmal fahren. Echt? Die gehen nochmal in die Box? Ich denke schon, ja. Oh, shit. Alter, das, das könnte geil. Echt saugut werden. Die sind beide auf Gelb, oder? Oh, geil. Die müssen eigentlich beide nochmal auf Rot wechseln. Oh mein Gott, du hast gerade... Alles in dir hervorgeholt. Ja, oh, das sind Glücksgefühle, Leute, ohne Witz. Yo. Also wir müssten das Rennen theoretisch auf 1 und 2 gewinnen. Und dann hätten wir Ultra aufgeholt, weil Mercedes ja nur einen Punkt, also was heißt einen Punkt, also nur einer von Mercedes Punkte holt, von Red Bull auch nur einer. Bei Bottas bin ich mir echt nicht sicher, der war vorher aber auch schon auf roten Reifen, also es kann gut sein, dass er vielleicht auch nochmal an die Box geht. Hey, Ricardo ist nicht draußen. Ricardo ist direkt vor mir. Wie viel der Platz 14. ist, ja? Ja, okay, aber die haben irgendeinen Bullshit gemacht. Aber er ist nicht draußen. Also Hamilton ist ja wirklich draußen. Das war, also die standen einfach auf der Strecke, haben sich nicht bewegt, Hamilton und Ricardo. Also ich hoffe, dass Hamilton draußen ist. Sonst hätten wir vielleicht noch ein Problem. Also ich meine, erster und zweiter wäre vielleicht schon möglich, weil wir ja nicht mehr fahren an die Box. Weil wir nicht mehr fahren an die Box. Aber ja, Ricardo ist 14, ja. Ich gerade überrundet. Ja, würde ja trotzdem bedeuten, dass er keine Punkte bekommt. Ja, aber wenn Hamilton jetzt auch irgendwie so da ungefähr ist, der kann natürlich besser fahren und holt das vielleicht noch raus. Ja, wobei, also, ja. Mal schauen. Oh, ich habe einen lila Sektor gefahren. Nice. Das hört sich gut an. Oh, nee, jetzt habe ich hier auch einen Überrunde. Oh. Mann, das ist jetzt Gümmelkotze. Ah, ja, ja. Kennt man. Aber rote Reifen sind so viel geiler als gelb. Ja, geht so. Ich fand gelb tatsächlich nicht so kacke. Ich fand gelb richtig kacke. Ich frag mich nur, wann die in die Box gehen. Die müssen jetzt eigentlich langsamer gehen. Massa, wann willst du, dass ich an dir vorbeifahre? Okay, jetzt. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Fuck. Ey, die fahren nicht an die Box, was ist mit denen los? Ja, bis 30 haben sie ja Zeit, aber ich hoffe, dass sie fahren. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwie Scheiße labern. Ja, wir werden damit nicht durchfahren, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, stell ich mir auch nicht vor, aber... Meine Mia hat auch die alternative Strategie gegeben, dass ich in Runde 27 reinfahren soll. Also, das wäre jetzt. Das wäre jetzt die Runde, ja. Vielleicht machen sie es und dann wären wir vorne. Das wäre schön. Also ich bin ja schon vorne, aber du halt auch. Aber Perez überhole ich sowieso jetzt so schon gleich und ich weiß nicht, was der dann nochmal für einen Abstand zu Verstappen hat, aber... Kann ich dir vielleicht gleich... Ah, ich glaube, die fahren direkt hintereinander. Oder ist das ein Überrundeter wieder? Ich weiß nicht. Ich kann mal gleich gucken. Vielleicht werden mir die Zeiten gleich angezeigt. Bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran. Warum auch? Ah, sie sind 7 Sekunden entfernt. Okay, dann ist das hier ein überrundeter Typ, den ich wieder überrunden muss. Eriksen, Platz 16, ja. Ja, das könnte zum ersten Mal was werden, Leute. Zum ersten Mal. In der Tat. 1,4 Sekunden auf Perez. Und er ist nicht an die Box gefahren. Ich verstehe das nicht. Verstehe es auch nicht. Verstappen auch nicht. Ob der jetzt vorhat, irgendwie durchzufahren. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich meine, eine Box mit Rot und dann Gelb. Ey, das kann ich mir nicht vorstellen. Kann nicht funktionieren. Also ich meine, selbst dann hättest du die Chance, sie beide noch zu überholen, aber ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen. Auf Verstappen gewinnt Abstand, weil Perez ein bisschen braucht. Ja, der musste gerade einen überrunden. Ja. Also jetzt sind es glaube ich 9 Sekunden oder 8 oder so.
heißt, wenn beide an die Box gehen, würde ich jetzt beide überrunden. Überholen. Überrunden wäre auch nicht schlecht, aber ja. Erstmal überholen. Sechs Runden. Bitte fahr dann die Box, bitte. Tut uns einfach den Gefallen. Ist weil dann so. Hättest du überhaupt keine Probleme. Einfach zack, so, zack. So, ich bin jetzt komplett am Arsch von Perez. Ja, zack, zack, vorbei. Pass auf. Da. Und er fährt nicht an die Box. Darfst du nicht küssen, ich versteh's nicht. Er hat noch zwei Runden, an denen er fahren kann, aber... Das ist halt ultra dumm. Gleich ist er beim Point of No Return. Aber er fährt vielleicht dadurch auch langsamer, weil er die Reifen schon abgenutzt hat. Also wie gesagt, das ist alles... Oh, du bist Dritter, nice. Ja. Das ist alles noch möglich, auch Verstappen natürlich, ohne dass er an die Box fährt. Aber wäre halt hilfreich. Oder beide so, ja, wir fahren einfach weiter mit Gelb, weil wir kacke sind. Und dann haben sie so in der letzten Runde so einen Reifenplatzer. Oh, stimmt, das hat ja auch noch niemand. Ja, ja, jetzt habe ich es gejinxt, bumm. So, jetzt habe ich Wehrlein vor mir. Ich hasse Wehrlein. Ja, ja, der Typ, der zerstört Leben. Ja, ist halt echt so. Ohne Witz. Ich habe jetzt gerade wieder ein paar, die ich überrunden muss. Ein paar viele leider. Also die nächsten paar Runden kann ich auf jeden Fall nicht fahren ohne... Oh, Wehrlein. ...ohne überrunden. Die machen an den unmöglichsten Stellen auf dieser Karte hier, auf dieser Strecke, Platz. Ohne Witz. Also bei mir machen sie halt gar keinen Platz. Oh, da ist irgendwie einer raus oder so. Jo, ich sehe es. Gelbe Flagge. Ja, keine Ahnung, das war wieder kein Plan. Da bist du so schnell vorbei, aber da steht einer draußen. Der ist, glaube ich, auch komplett raus. Wird witzig mit den roten Reifen die letzten beiden Runden. Ja, kein Problem. Ich fahre die ganze Zeit auf Fettgard, ne? Ja, ich auch. Ich hab immer noch... Deswegen, ich guck grad gar nicht, wie meine roten Reifen aus und ich fahre. Ja, ich guck die ganze Zeit aufs Benzin, weil ich irgendwie Angst habe, aber ich habe immer noch plus drei Runden. Alter. Ja, ich hab... Hä? Was? Mit wie viel plus bist du denn gestartet? Ja, ich hatte 37,5 oder so mitgenommen. Für 37,5 Runden, aber ich habe halt beim Safety Car auf Mager und ja, dann war ich auf einmal bei plus 4,5 Runden oder so. Und jetzt habe ich das die ganze Zeit auf Fett und bin immer noch bei plus 2,8. Und vor mir ist Magnussen, Platz 9. Gewinn wieder einen guten Abstand zu Verstappen. Magnussen, kannst mal wieder Platz machen, weil der Hass. Schon wieder Angst, dass ich dem komplett reinfahre. Also, wenn jetzt dafür. In Runde 30 ich nicht reingehen, dann gebe ich den nur noch Runde 31, aber... Ey, ich hab ihn... Ey, so ein Arschloch! Yo, ich hab die Kollision verursacht. Leck mich doch am Arsch, er hat fucking blaue Flagge. Die gehen... nicht an die Box. Ich hab gelben von früher jetzt. Also es geht, es ist zum Glück nur gelb. Ich fahre damit auch durch, aber oh, ist das hässlich echt. Einfach nicht wegfahren will, ja. Und dann bremsen die in den Kurven so hart, dass man einfach nichts mehr machen kann. Ja, meine Reifen gehen auf jeden Fall noch klar. Aber hast du das Gefühl, das ist ein Anzeigefehler und die fahren mit weiß oder so? Oder die denken, die fahren mit weiß. Hey, keine Ahnung, was sie machen. Also es war für mich zu 100% sicher, dass sie noch an die Box gehen. Ja, für mich auch, aber... Verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht. Kriegst du ihn trotzdem noch? Weiß ich nicht, das wird knapp. Wenn er nicht an die Box fährt, dann wird es echt knapp. Ja, fährt er wahrscheinlich auch nicht. Bin 4,4 Sekunden von ihm weg. Oh, doch, das soll es sogar schaffen. Ja, ich bin aber nur ein... Du fährst ja auch auf Fett. Naja, 1,5 Sekunden schneller als er. Ja, Dritter wäre ja auch okay. Also fahr auf jeden Fall den Dritten safe. Ich will ja eigentlich Red Bull einholen, ne? Das war ja... Ja, das ist... Also musst du schon. Also, ja, komm, stell dich an. Es sind noch 3 Sekunden bei mir, steht da. Oder 2 oder so. Wie du auf ihn hast.
3,8 jetzt gerade aktuell. Ja, bei mir weiß ich nicht. Muss das halt immer ausrechnen. Geht gerade schlecht während dem Rennen. Oh, mit dem Frontflügel ist das so hässlich. Das merkt man so brutal hart, ne? Hülkenberg fährt langsam, hat wieder Probleme im Auto. Ist 8er grad. Und der wird jetzt von allen anderen überholt, glaube ich. Vielleicht wird Verstappen ja gleich aufgehalten von irgendwem, der ja, darüber das muss. So gut. Komm, bitte, bitte, Jan, ich drück dir alle Daumen, die ich hab, neben dem Fahren. Ja, da ist einer vor ihm gerade. Ich hab ihn gleich. Bitte, ja, komm. Also nächste Runde oder so könnte ich einen Angriff machen. Machen sicher einen Angriff, aber mach den Angriff. Du musst auf jeden Fall ein bisschen was riskieren, wenn du ihn überholen willst. Ja. Und ich kann so schlecht lenken mit dem Frontflügel. Und Alonso vor mir. McLaren. Macht wieder keinen Platz. Das ist genau dieselbe Kurve, wie ich den anderen gecrashed habe. Und fast den auch. So knapp wieder. Er fährt auch jedes Mal so dumm. Oh. Was? Doppel-Red Bull vor mir. Ricciardo auf Platz 13 und Verstappen vor Ricciardo auf Platz 2. Als ob da Ricciardo auch ist. Lol. Das ist ja jetzt hier. Die machen Order 77 oder wie das heißt. Hier, der Ricciardo hält mich auf extra. Echt jetzt? Hat Verstappen Ricciardo überholt und der hält dich auf? Nee, Ricciardo hat gut Platz gemacht. Das war alles kein Problem. Aber komm. Push it, bitte. Oh, du bist direkt hinter ihm. Ja, oh, du bist direkt. Komplett direkt oh, hinter das ihm. Sieht gut aus. Pass bitte auf. Ich will nicht, dass du reinfällst. Oh, scheiße, mein Benzin. Ich hab immer, also ich fahre damit mit Fett durch, auf jeden Fall. Ich hab minus 0,01. Ja, das ist aber kein Problem. Wenn du es auf Standard stellst, wird es kein Problem sein. Ich hab immer noch plus 2,1. Und wir haben noch 2 Runden. Oh, bitte. Bitte überhol ihn, das ist so knapp. So knapp und doch so viele Punkte Unterschied. Ja. Vor allem Punkte, die entweder er von mir weg oder ich zu ihm hin. Das ja, ist halt ja, der stimmt. Krasse Unterschied. Das ist tatsächlich so. Und ich bete dafür, dass es ich zu ihm hin, also dein, ne, weißt du. Ja. So, jetzt versuche ich's. Wird gebremst. Kurzzeitig. Oh nein, jetzt habe ich einen gelben. Egal, gelb kannst du weiterfahren. Wird schwerer, aber kannst machen. Bitte. Ja. Ja, bremsen aus. Dass er. Ach komm, bitte fahr das zu Ende. Ocon ist vor mir. Vor das India auf Platz 6. Muss auf Mager stellen jetzt. Ich will nichts riskieren. Auf Standard sollte es möglich sein, glaube ich, aber. Ja, jetzt habe ich. Ich habe nur ganz kurz auf Mager gestellt, um wieder im Plusbereich zu sein. Ja, ich kann mit Fett durchfahren. Letzte Runde. Bitte. Leute, das wäre das erste Mal. Und es wäre das krasseste Mal, weil in dem Rennen ist so viel passiert. Hamilton ist anscheinend echt draußen. Also ich habe ihn bisher noch nicht gesehen. Vor mir ist jetzt Platz 5, den ich überrunden muss. Oder kann, wenn ich es noch schaffe. Aber ich schaffe es, glaube ich, eh nicht mehr. Der ist da noch ein bisschen weiter weg. Das ist so knapp. Holy shit. Ja, bitte fahr's. Gut raus. Ich muss mit meinen Reifen so aufpassen. Ja, musst du auch. Solange du vorne bist, kannst du ihn ja auch ausbremsen in den Kurven, falls. Oh shit, vorne links 51%. Als ob du so viele hast, krass. Ich fahre ja auch schon lange mit Rot. Also mein hinten links ist bei mir am schlimmsten. Ja, mein vorne links ist halt bei mir immer. Ja, bei mir ist hinten links halt schwierig, aber 36 geht auf jeden Fall klar. Und ich bin gerade in der letzten Runde. Bitte. Ich bete so dafür. Ist vor mir Hamilton? Willst du mich verarschen? Ich sehe es nicht. Nee, ist Grosjean. Oh, zum Glück. Hamilton könnte nur auf 4 sein. Wenn. Aber nee, ist er wahrscheinlich nicht. So, karierte Flagge. Ich habe den Sieg auf jeden Fall schon mal sicher. Yes, ich bin durch. Bitte, ich bete so dafür, dass du hier
Platz 2 bleibst. Ich guck mich dich gerade an. Kann da auch kurz ein paar Fotos machen, wieder natürlich für die Thumbnails. Boah, er ist halt echt hinter dir. Ja. Aber das packst du. Das wäre so geil. Das erste Mal, wo wir so krass gut fahren. Letzte Kurve. Boah, er ist halt direkt hinter dir. Nein. Das nicht versauen. Aber du machst es. Du machst es. Applaus! Yes! Ja! Yes, Leute! Platz 2 und Platz 1. Oh, shit. Dafür mal ein Like. Auf beiden Videos. Ihr müsst beide Videos liken, Leute. Das. Yes. Erst ein Schluck Kakao. Oh, war das. Es war anstrengend, aber es. Yes. Der erste Doppelsieg. Der erste Doppelsieg, ja. Und das gibt Punkte. Das erste Mal, dass ich hintereinander, ich war jetzt zweimal auf Platz 2 hintereinander. Richtig gut. Boah. Verstappen hat auch mal wieder Punkte bekommen. Ja, aber das ist egal. Ja. Wo ist Bottas? Ja! Alter. Yes, wo ist der denn? Ich sehe ihn nicht mal. Bottas ist 17. Hamilton, Alter, 20. Bottas ist auch raus. Der wurde disqualifiziert. Ja. Hamilton disqualifiziert. Bottas ist rausgeflogen. Groß. Stroll und Sainz. Alter, beide Mercedes. Ah, Ricciardo ist Platz 13. Alter, das beide ist ja Mercedes keine Punkte. Alter, wir haben heute richtig Glück gehabt. Das ist ja mega nice. Die Rangliste schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Rangliste, ich bin jetzt auf Platz 6 und jetzt ist nur noch. Oh, das ist gut, die beiden Red Bulls. Ich wollte ja mindestens Platz 4 werden. Das dauert jetzt zwar erstmal noch ein bisschen und ich bin nach hinten auf jeden Fall keinesfalls abgesichert. Also ich muss weiter meine Leistung machen, aber... Konstrukteur war mega nice. Ein paar Rennen und dann und ich kann bin auch bei hinter Hamilton ultra knapp. Ich bin 15 Punkte hinter Hamilton. Boah, das hat für Mercedes gekostet und ultra für uns. Könntest nächstes Rennen, könntest du Lewis Hamilton überholen. So, Konstrukteur. Sind wir jetzt Platz 2. Und auch da ein paar Rennen jetzt gut. Und dann können wir auch an Mercedes vorbeiziehen. Ja. Also Alter. Ich gehe nicht davon aus, dass Mercedes jetzt weiterhin Pech hat und keine Punkte. Ja, das war mega das Glück. War, also, dass sie beide keine Punkte, das war echt mega Glück. Aber, dass wenn wir beide halt, weiterhin vor Mercedes bleiben in den einzelnen Rennen, dann schaffen wir das genau, auch so. Genau, das ist der Plan. Gut, Leute, das war's für diesen Part. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Ja, aber guck mal. Ja? Bevor wir das beenden, Max Verstappen und Perez haben doch 2 Boxenstopps gemacht. Also die haben irgendwie wahrscheinlich rot und dann gelb. Das kann auch sein, aber ist voll komisch. Das war komisch. Naja, okay, egal. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Schaut, wie gesagt, auf beiden Kanälen vorbei. Und ja, bis dahin. Haut rein. Ciao, ciao.